Hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 4. Ja, ihr seht schon, wie mein Fußvolk sozusagen aussieht. Ich meine, dass die ein bisschen Rüstung dazu bekommen haben. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es kann auch jetzt einfach nur Täuschung sein. Auf jeden Fall mussten wir in der letzten Folge einen Dungeon machen. Ich komme nicht mehr hier durch. Ihr seid Und zurück. genau, und müssen nun mit Vani sprechen und das Ganze abgeben. Die alten Ruinen sind sicher. Eurem Dorf droht keine Gefahr mehr. Wirklich? Ha! Beim Licht! Ihr wurdet vom Himmel geschickt. Oh, es tut mir leid, aber wir haben kein Geld. Dafür haben wir heißen Eintopf, gute Gesellschaft Bleibt auf ein Getränk. Spült den Eintopf damit herunter. Es wäre uns eine Ehre, wenn ihr uns Gesellschaft leistet. Auf unsere Retterin! Beim Blut der Mutter, beim Körper der Mutter. So. Werdet ihr ihre Herrlichkeit bezeugen? Bevor ihr sterbt. Ist noch nicht so weit. Sie kommen! Das ganze verdammte Dorf! Aufstehen! Steh auf! Wir müssen uns den Weg freikämpfen! Da! Ergreift sie! Möge das Licht uns schützen! Verlorene Seelen! Und wir kämpfen uns frei, beziehungsweise wir kämpfen uns durch. Lederwams, sehr schön. Oh, Moment. Mit der Leiche agieren, der hat doch noch Gold dabei. Sehr schön.
Ja, man wollte uns als Opfer darbieten. Das lassen wir natürlich nicht mit uns geschehen. Jetzt seid ihr gesegnet wie wir. Sie doof? Das waren alle, wenn es das Licht so will. Und nun? Ihr seid der Wahnsinnige aus dem Schuppen. Wahnsinnig? Diese Ketze haben mich betäubt, als ich von den Ruinen zurückkehrte. Genau wie euch. Ich kam wieder zu mir und floh. Ich versuchte, in die Kapelle zu gelangen, aber sie war verschlossen und... Welch Übel ist das? Blüten? Aus Blut? Sie müssen sie mir gegeben haben. Ein blasphemisches Ritual. Wie haben Sie davon erfahren? Vielleicht liegt die Antwort in der Kapelle. Sie haben sie aus einem guten Grund abgeschlossen. Diese Frau, die sie angeführt hat, könnte den Schlüssel haben. Ja, dann holen wir uns den doch. Ich bin jetzt nur etwas irritiert. Wieso sind da jetzt so komische Kettensymbole über denen drüber? Ich weiß es nicht. Ah, halt. Kapellenschlüssel haben wir. Frage ist nur, wo müssen wir jetzt hin? Wird noch nicht angezeigt. Entriegelt die Kapellentür. Quest abgeschlossen. Jetzt wird's angezeigt. Okay, also müssen wir erstmal nach unten. Ich glaube, wir müssen nicht auf ihn warten, oder? Wir können auch direkt so dahin. Hier ist die Tür. Blutblüten. So wie die, die mir eingeflößt wurden. Ist das echt? Unser Vater hat euch einen Pfad der Erlösung aufgezeigt. Und trotzdem kommt ihr bei jeder Gelegenheit davon ab. Ihr zecht und zockt. Ihr begehrt und stehlt. Schändlich. Sünde ist ihr Geburtsrecht. Meine Kinder, die Herrscher der Hölle, wollen unsere Welt verschlingen. Die Erlösung liegt nicht im Licht, sondern in euch. Glaube lehrt euch, das Verlangen des Herzens zu verleugnen. Er hat euch zu Gefangenen in euch selbst gemacht. Sprengt eure Ketten und erkennt, wozu ihr bestimmt seid. Sprengt eure Ketten und erblüht in freiester Sünde. Ich bin es.
Ich habe euer Kind in diese Welt gebracht. Geh zur Trockensteppe und setz deine Vorbereitungen fort. Nun beginnt unser wahres Werk. Ah, ihr seid zu euch gekommen, dem Licht sei Dank. Ja, und ich muss jetzt mal eins dazwischen schieben. Ich weiß jetzt endlich, wer die Synchronstimme, also von wem die Synchronstimme ist. Nämlich von Angelina Jolie. Und jetzt geht mir das irgendwie noch mehr durch Mark und Bein, wenn die redet. Ich finde das irgendwie krass. Das Einzige, was ich schade finde, ist, in der Closed Beta lief ja alles ruckelfrei und auch sonst einwandfrei. Und jetzt war das Video ein bisschen am Ruckeln. Keine Ahnung, warum das jetzt so nicht mehr so schön funktioniert wie in der Closed Beta. Ich hoffe, dass das in Zukunft aber wieder normal läuft. Was wolltet ihr in Nevesk? Ich habe den Dorfpriester gesucht. Er hat keine Zehntabgaben mehr geschickt und ich wollte wissen, warum. Als ich mich dem Dorf näherte, spürte ich eine Dunkelheit rund um die Ruinen. Also sah ich nach. Ich fand die Leiche des Priesters. Dämonen. Dumm wie ich war, suchte ich Zuflucht in Nevesk und aß ihr Essen. Den Rest kennt ihr. Nö, ich kenne nur meine Geschichte. Wie bin ich hierher gekommen? Ihr seid dort drin zusammengebrochen. Ich dachte, die Dunkelheit hätte euch verschlungen. Ich habe euch hierher geschleppt und diesen verfluchten Ort niedergebrannt. Was ist euch dort zugestoßen? Ich sah eine Vision. Ein gehörnter Dämon. Sie sagte, die Herrscher der Hölle nahten heran. Sie wollte den Menschen dabei helfen, zu überleben. Helfen? Sie nannte sie ihre Kinder. Und sie begrüßten sie wie eine Mutter. Mutter? Nein, das kann nicht sein. Ich muss der Kathedrale Bericht erstatten. Hör zu, im Osten befindet sich ein Eremit, ein Mann mit fragwürdigen Loyalitäten. Aber er kennt das Verbotene. Er könnte nützlich sein. Bringt ihn zur Kathedrale in Kjovashat. Dann werdet ihr die Gunst des Lichts erhalten. Die Gunst des Lichts holen. Okay, nichts einfacher als das. Findet die Hütte des Eremiten. Schauen wir doch mal eben. Hallo, kann ich mich jetzt wieder bewegen? Also es ist irgendwie, der Server hakt anscheinend noch ein bisschen. Er hat mir doch gerade noch angezeigt, wo es sein soll. Moment. Da zeigt er an runter. Also wahrscheinlich hier in dem gelben Bereich, nehme ich mal an. Das heißt, wir müssten uns auf jeden Fall nach oben aufmachen. Kein Thema. Gehalt und so weiter sind wir noch. Moment, ich sehe da gerade was mit Gold. Kommen wir aber nicht hin. Ja, da laufe ich jetzt auch nicht rüber so. Was haben wir hier? Altäre von Lilith sind in ganz Sanctuaro versteckt. Sie verleihen ihren Charakteren auf dem Realm dauerhafte Weltverbesserungen, glaube ich, stand da. Okay. Stufe 5. Moment. Ein Fertigkeitspunkt. Können wir hier noch irgendwas... Nee, davon können wir nichts einsammeln. Ich muss mal eben gucken. Oha, was habe ich jetzt bekommen? Buch der Toten. Skelettkrieger Pränkler. Herbeirufung. Steigt Stufen auf, um mehr Dienerarten... und Fertigkeiten freizuschalten. Okay. Was abgeschlossen? Was, wie, was? Okay, also bei einer Herausforderung nur.
Wählt eine oder opfert eine eurer Diener. Okay. Nein! Danke. Ihr könnt einen zusätzlichen Plänklerkrieger auferstehen lassen. Jedes Mal, wenn ihr einen kritischen Treffer zielt, ist der nächste Angriff eurer Krieger ein kritischer Treffer und verursacht 50% zusätzlichen Schaden. Ich würde sagen, einen zusätzlichen. Ja, einen zusätzlichen, das wäre wahrscheinlich am besten. Fertigkeiten. Ich hatte hier was gesehen, in der Zeit, wo ich die erste Folge am Umwandeln war. Hier. Wenn wir nach hier unten kommen, Beherrschung von Skelettkriegern. Erhöht Schaden und Leben eurer Skelettkrieger. Da möchte ich gerne hinkommen. Hier muss man, glaube ich, jetzt keinen Punkt reinmachen. Ne? Nee, das geht automatisch. Da war aber auch noch was, was ich sehr geil fand. Entzieht Gegnern das Blut, was 14 Schaden verursacht. Genau, und erzeugt eine Blutnova, die 37 Schaden verursacht. Kostet natürlich ziemlich viel. Aber würde ich ehrlich gesagt gerne erlernen. Ist jetzt auf X. So. Jetzt haben wir hier natürlich keinen Begleiter mehr. Das ist jetzt total doof. Was ist das denn hier? Keller sind kleine Kammern, die ein breites Spektrum an Inhalten erhalten können. Achso, das ist das Zeichen vom Keller. Okay. Ja, wollen wir aber gerade nicht hin. Oder sind die sehr groß? Ich bin mir nicht sicher. Es sieht sehr groß aus, ne? Man konnte da, glaube ich, auch ziemlich gute Sachen kriegen. Das stimmt schon. Aber wir wollen natürlich erstmal mit der Story weitermachen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier raus. Und wir suchen jetzt den Eremiten. Da sollten wir wahrscheinlich rechts rum, denke ich mal, damit wir da hin können. Es macht jetzt schon Spaß. So. Achso, das war nicht. Kommt, meine Krieger, kommt. Ah, ja, stimmt. Ich kann ja jetzt einen zusätzlichen machen. Moment, bin ich jetzt? Nee, ich bin nämlich jetzt nicht im Richtigen. Wir müssen noch eins weiter. Sehr, sehr geil. Das ist ein geiler Angriff. Oh, ich liebe diesen... Ja, ich sag immer Nekromanten. Totenbeschwörer jetzt schon. Nein, nicht so oft. Sie sind doch schon tot. So, Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Da können wir rüber nach da. Da. Ist das geil. So, da können wir nicht rüber. Achso, Moment, das können wir aber noch. Kommt mit, Leute. Eiersack. Ducken. So. Jetzt nehmen wir alles mit, weil wir brauchen die Spinnen ja nicht. Behälter. Und ich glaube, da müssen wir wieder nach oben, ne? Genau, da müssen wir wieder nach oben. Was war das denn? Ich finde es schade. Vielleicht kann man es auch machen. Ich bin mir nicht sicher, dass man die kleine Karte nicht größer machen kann. Weil man sieht nicht allzu viel hier. Ernten. Kräuter und Erz lassen sich in der ganzen Welt finden. Handwerker können sie auf vielfältige Art und Weise einsetzen. Okay. Okay. Warum geht jetzt da hinten alles kaputt? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Aber egal. Nehmen wir natürlich mit. Beziehungsweise schauen wir dann gar nicht erst nach, warum. So, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, weil das schon sehr, sehr lange her ist mit der Klostbeta. Ich meine, wir müssen nach oben links erstmal. Aber es kann auch sein, dass wir nach oben müssen. Also in der Karte nach oben. Eine seltsame Ansammlung leerer Flaschen. Manche von ihnen stinken noch immer nach starkem Alkohol. Nee, dann waren wir hier, glaube ich, richtig. Ja, ja, hier ist der Eingang. Genau. Ist hier jemand? Hallöchen.
Was auch immer da köchelt, riecht furchtbar. Dann ess oder trink es. Was versteckt ihr dort hinten? Kräuterpilze, Organe. Nicht zum Kochen geeignet. Ich würde mal sagen, er versteckt sich selbst. Nee, er ist nicht da. Oh, halt. Kurze Zähne. Jung. Gerade erst verwandelt. Einfach zu töten. Weiter südlich als die anderen. Sie verbreiten sich. Mit getrocknetem Blut verklebt. Soll damit ein Tier oder ein Mensch gefangen werden? Tja, die Frage ist, ist da schon einer gefangen worden? Wenn ihr in mein Haus eindringt und meine Sachen durchwühlt, dann habt wenigstens den Anstand, mit mir zu Abend zu speisen. Ich bin wirklich sehr hungrig. Eine unglaubliche Geschichte. Ich wünschte, sie wäre es nicht, aber sie ist wahr. Warum hatte ich diese Vision? Bedankt euch bei diesen netten Dorfbewohnern, die euch Liliths Blut gaben. Das Blut eines Dämons. Nicht irgendein Dämon. Die Tochter des Hasses. Die Mutter Sanctuarius. Sie wurde vor Ewigkeiten verbannt. Aber diese Welt ist ihre Schöpfung. Ihre Rückkehr wurde prophezeit. Was will sie? Das ist die Frage. Sanctuario war schon immer im Zentrum des ewigen Konflikts gefangen. Einem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Doch Lilith dient keiner Seite. Sie hat ihre eigenen Pläne für uns. Und ich? Bin ich verderbt? Nicht sicher. Aber ihr habt eine Verbindung zu ihr. Was werdet ihr unternehmen? Die Bindung nutzen. Herausfinden, was sie vorhat. Gut. Dann stehen wir das gemeinsam durch. Ruht euch noch etwas aus. Dann begeben wir uns nach Kiovashat. Wenn wir Lilith nicht aufhalten, sind wir alle verdammt. Ja, wir müssen nach oben jetzt. Okay. Das Prolog Wanderschaft ist beinahe erreicht. Ach so, das ist, glaube ich, dann der Abschluss von dem Epilog. Die Werkzeuge eines Heilers, sie sehen frisch benutzt aus. Okay, aber ansonsten konnten wir hier nichts mehr machen, ne? Gut, wir kommen aber da drüber nach oben. Wir müssen da jetzt nicht, das hatten wir auch gesehen. Was war das denn? Achso, das war mein eigener Krieger. Oh. Feinde, so nah bei der Stadt. Lilith's Übel breitet sich aus. Da. Den lassen wir doch nicht stehen. Den nehmen wir doch mit. Tunika. Achso, wir haben auch schon länger nicht mehr geguckt, ne? Das ist besser. Das ist besser. Da haben wir noch gar keins drin, ne? Stimmt. Und der Rest, das sind die Älteren gewesen, genau. Ja, so scheiße der Totenbeschwörer auch aussieht. Wie gesagt, es soll eigentlich eine Frau sein, hat aber keine Brüste, kein gar nichts irgendwie. Aber immer eine weibliche Stimme, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. So geil, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich sie allerdings. Zumindest bisher. Weil, wie gesagt, also man kann
einfach daneben stehen und zusehen, wie die eigenen, ja, Sklaven oder wie auch immer ich die jetzt nennen soll, die Gegner platt machen. Und das finde ich richtig, richtig geil. Also gerade bei den normalen Gegnern ist das natürlich mega. Bei den großen Gegnern wird es natürlich länger dauern. Jetzt haben wir gar kein Ziel mehr. Tötet die Gefallenen, steht jetzt nur noch da. Okay. Wir sammeln das hier nochmal eben kurz ein. Weil von wegen Gold und so. Ich glaube, hier, das haben wir jetzt gerade geerntet, oder? Ich hätte nie gedacht, all das selbst zu erblicken. Jetzt lebt da noch einer? Nee. Der Engel Inarius. Ihr habt die Kathedrale des Lichts doch sicherlich schon über ihren heiligen Vater schwadronieren hören. Nun, er ist echt. Ein Engel wandelt unter uns. Und wenn er erfährt, dass Lilith hier ist, wird Blut fließen. Sie sind uralte Feinde. Sie werden die ganze verdammte Welt in ihren Streit hineinziehen. Es sei denn, wir können das verhindern. Lasst uns nicht verweilen. Jovashad ist nicht mehr weit. Ich wollte eigentlich gerade noch gesagt haben, das hört sich doch gut an, dass der gegen Lilith ist, aber anscheinend nicht, wenn er die Welt dabei mal eben zerstört. Die Inschrift ist durch Krallenspuren stark verunstaltet. Möge Licht von Vater Inarius auf alle Menschen, eventuell Reisenden dieses heutigen Landes, riesigen Landes, keine Ahnung, herabscheinen, wendet seinen Anglitz. Ich habe keine Ahnung, was das heißen soll. Wir gehen mal weiter. Hier ist unser Ziel. Halt! Um die Stadt zu betreten, müsst ihr zuerst... Dafür bleibt uns keine Zeit. Genau. Ach so. Was hat es damit auf sich? Wer Kiowaschat betreten will, muss ein Läuterungsritual durchlaufen. Eine bedeutungslose Geste, doch manche finden Trost darin. Wie könnt ihr es wagen? Lasst ihn passieren, Junge. Ich habe jahrelang versucht, Lorat zu dem Ritual zu überreden. Nun gut, aber die bleibt hier. Wir treffen uns drinnen. Nee, Kleiner, ich bleib nicht hier. Nehmt ein Stück heiliges Zedernholz vom Schrein und schmeckt dieses komische Ritual. Dann werft es in die Feuerschale. Wie das Feuer das Holz verbrennt, wird das Licht eure Sünde verbrennen. Meine Sünde? Ich würde mal sagen... Wut, Furcht, keine Ahnung. Unleserliches Gekritzel vielleicht? Sag mal Furcht. Furcht. So, jetzt bin ich furchtlos. Jetzt können wir passieren. Lass mich durch, Kleiner. Es ist vollbracht. Gut. Ihr müsst das Gefühl haben, dass euch eine große Last von den Schultern genommen wurde. Nö. Willkommen in Kiowaschat. Warum sollte ich das Gefühl haben? Ich habe doch nur ein Stück Holz verbrannt. So, Reifeprüfung ist abgeschlossen. Fehlende Teile, trefft Lorat. Vorrangige Quests, neue Funktionen, Systeme, bla bla bla. Also, wo ist denn jetzt? Was habt ihr auf dieses Stück Holz geschrieben? Vielleicht etwas über Angst und Feigheit? Nun, ich glaube, es spielt keine große Rolle. Ne, das denke ich auch. Ein Pferd? Wollt ihr irgendwo hin? Ich werde mich in die Trockensteppe begeben, um den Fallenmann aus eurer Vision zu suchen. Ich muss wissen, welche Rolle er bei all dem spielt. Doch während ich meinen Handel abschließe, müsst ihr noch etwas beschaffen, das mir gehört. Ein Händler im Zentrum der Stadt hat es. Sagt ihm einfach, dass ich euch geschickt habe. Was hatten die Dorfbewohner in diesen Ruinen vor? Opfern, Dämonen beschwören. All die wunderbaren Gaben von Lilith verfeinern.
Tja, wunderbare Gaben. Ich bin mir nicht so sicher. Erzählt mir von Inarius. Die Kathedrale liebt es, von ihm zu schwärmen. Seine Gefangenschaft in der Hölle, seine heroische Flucht, seine glorreiche Rückkehr hierher, in die Welt, die er erschuf. Aber sie erwähnen nie, dass man durch jahrtausendelange Folter in der Hölle ein ziemlicher Arsch wird. Liliths Rückkehr wurde prophezeit? Es gab eine Prophezeiung, ja. Sie sagte den Aufstieg der großen Übel voraus. Die Rückkehr von Lilith und Inarius. Den Untergang unserer Welt. Inarius hat die Prophezeiung für seine eigenen egoistischen Zwecke adaptiert. Sie in die Predigten der Kathedrale des Lichts eingeführt und es so klingen lassen, als wäre er der Held, der uns rettet. Ich werde ja schon ein bisschen getriggert jedes Mal, weil der Hauptschar in meinem aktuellen Buch, was noch nicht veröffentlicht worden ist, nämlich auch Lilith heißt. Aber naja, ist ja nicht unbedingt was Schlimmes. So, wir haben hier sonst gar nichts mehr. Können wir mit dem noch sprechen, Stallmeister? Wir können kein Pferd kaufen, weil ich keine Ahnung habe. Schreitet in der Kampagne voran und schließt Reittier Donans Gefallen ab, um Zugang zu den Reittieren zu erhalten. Okay, das ist wahrscheinlich das, was wir jetzt durch diese völlig überteuerte 100-Euro-Version bekommen haben. Was mega hässlich aussieht, nebenbei bemerkt. Gut, die Frage ist jetzt, wie kann ich das dann annehmen? Kosmetischer Gegenstand? Okay, das sieht ganz lustig aus. Und das sieht eher wie so ein Kriegspferd, sage ich mal, aus. Trophäen gibt es auch noch, haben wir aber keine. Stallhändler kann ich nicht anwählen, okay. Ja, keine Ahnung, wie wir jetzt Donans Gefallen dann überhaupt bekommen. Aber der Stallmeister heißt Oskar, nebenbei bemerkt. Okay, aber ich würde sagen, dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.